Ivo, du hast gesagt, es gibt eine universelle Sprache, aber wenn wir ehrlich sind, wir können sie gar nicht mehr sprechen, wir haben es verlernt. Es gibt ein universales Verhalten, aber oft verstehen wir einander gar nicht. Es gibt eine universale Zielgebung, aber unser Alltag, wenn wir ehrlich sind, ist von ganz komischen Zielen geprägt. Die wirken mitunter nicht universal. Es gibt ein universal umkämpftes Vereinigungsbewusstsein, habe ich mir notiert. Aber wer kämpft den Kampf und wie kann man ihn kämpfen? Wie gewinnen wir ihn vor allem? Es gibt ein universales Werdeprinzip und wenn wir ehrlich sind, wir weichen den Werdeprozessen oft aus. Es gibt den universalen Christus, aber bringen wir es wirklich fertig, uns als Christus zu sehen und zu leben? Es gibt einen universalen Auftrag, aber haben wir wirklich eine Wahrnehmung da drin? Und da bieten wir euch eben an, wie Ivo gesagt hat, wer sagt, da bin ich nicht zufrieden. Dieser historische Tag, der wird ja erst historisch, wenn wir ihn umsetzen, wenn wir die Praxis gefunden haben. Kein historischer Tag wäre jemals historisch gewesen, wenn die Leute, die sich getroffen hätten, dann nach Hause gegangen wären und hätten irgendwas gemacht. Aber weil sie das gemacht haben, was sie beschlossen haben, weil sie das gemacht haben, was sie gesehen haben, dadurch sind die Tage historisch geworden. Und das wollen wir, oder? Deswegen bieten wir euch an, in nur zweieinhalb Tagen, lernt ihr, diese Sprache wieder zu sprechen, zu spüren. Lernt ihr das, was es heißt, das Verhalten zu verstehen, diese Zielgebung wieder ins Herz hineingelegt zu bekommen. Ihr übt das zu kämpfen, was es bedeutet, vereinigt zu sein, nicht auseinanderzugehen aus diesem Raum, bis die Herzen sich vereinigt haben. Und wer heute vielleicht berührt wurde von diesen Vereinigung der Herzen hier, ich sage euch, in diesen zweieinhalb Tagen werdet ihr mit Menschen vereinigt, die genauso gegensätzlich sind, wie wir heute hier gestanden haben. Das kann ich aus meiner Bemessung sagen, das kann ich aus vielen Bemessungen sagen. Du bist vereint mit Leuten, es verbindet. Du erlebst genau das in der Bemessung. In nur zweieinhalb Tagen merkst du, es ist möglich. Es ist nicht nur eine, es ist keine Show, es ist Realität. Und du findest auch wieder den Auftrag und wirst eins da drin. Also auch für diejenigen, um nochmal an den Anfang zurückzukommen, die irgendwie merken, sie haben sich genug am Baum geschubbert. Sie haben vielleicht ihr Modell, das Tri-Star Deluxe mit den drei Dingern, wo man überhaupt nicht einsteigen kann, auch genug. Dieses Ding da, was zusammenkracht, keiner möchte mehr so weiterleben. Für euch ist die Bemessung eigentlich gedacht. Und auf der nächsten Folie seht ihr dann auch, was machen wir in der Bemessung? Warum nehmen wir uns zweieinhalb Tage Zeit? Wir nehmen uns die Zeit, dass wir schauen, ob dieses Bild wirklich da ist. Wir nehmen uns die Zeit, bis es so schwingt, dass wir es alle sehen und sagen, jawohl, das ist es, da wollen wir hin. Und dann, nächstes Bild, wir trainieren. Das hat Ivo auch schon in der Botschaft gesagt, wir trainieren das. Wir wollen euch nach den zweieinhalb Tagen als solche entlassen, die schon mal trainiert haben, die den Ball schon mal am Fuß hatten, die schon das eine oder andere Tor geschossen haben. Das fühlt sich anders an, wenn man dann nach Hause kommt, oder? Ja, also meldet euch an, so schnell wie möglich. Das ist ein Crashkurs, das ist ein Beginn, die Bemessung, das ist nicht der Weg, das ist nicht das Ende, aber es ist mal der Start. Das ist mal der Start, wirklich da einzusteigen von dem, was wir gehört haben. Und wenn ihr empfindet, der Tag war gut, ihr möchtet hier dranbleiben, ihr möchtet wieder mal dabei sein, und erst recht, wenn ihr sagt, die Bemessung, das will ich mal gucken, was der Christian da gesagt hat, ob ich nach zweieinhalb Tagen wirklich schon wieder ein bisschen mehr die Sprache verstehe, schon ein bisschen mehr universelles Denken bekomme, dann nehmt mich auf die Probe und meldet euch an. Okay?